Die Woche startet mit einem Smoothie. Darin enthalten sind zwei solche Pflücksalatpakete, die nur noch 19 Cent gekostet haben, am Samstagabend bei Kaufland. Und ansonsten, ja, wie immer, viel Gemüse, ein paar Pulver, Leinsamen und das war's. Und zum Abend gibt es hier noch einen Salat und eventuell gibt es dann noch einen Weizen Wrap für mich, der da hinten gemacht wird von der lieben Hanna. Und genau, muss den, da weiß ich noch nicht, ob ich was abbekomme, aber ansonsten bleibt es ja bei diesem kleinen Salat. So, jetzt gibt es Orangen. Ich habe nämlich hier, war gerade beim Markt und habe mir hier zugeschlagen. Ja. Ups, die ganze Kiste hat 10 Euro gekostet. So, jetzt gibt es Rohkost-Zimtschnecken, selber gemacht. Das Rezept, das Grundrezept ist von The Raw Advantage und ich habe das ein bisschen verändert, halt, wie man halt meistens so die Rezepte verändert. Und das sind jetzt sozusagen roh-vegane Zimtschnecken. Das sind 5 Stück und die haben ordentlich Kalorien. Aber die gibt es jetzt. Und zum Abend habe ich mir jetzt noch einen Salat gemacht mit einfachem Salat aus dem eigenen Garten. Dazu ein bisschen Salz, Pfeffer und Öl und ja, eine schöne große Mahlzeit, quasi kostenlos. Also was heißt kostenlos? Aus dem Garten halt. Der Tag beginnt mit einer großen Melone. So, jetzt gibt's einen Smoothie. Und zum Abend gibt's noch den großen Salat mit Gurke, Tomate, Zwiebeln, Paprika, Oliven. Und jetzt gibt's wieder einen Smoothie, randvoll. Ja. So, jetzt habe ich im Garten ein paar Kirschen gegessen, oder das heißt ein paar, also ziemlich viel Kirschen gegessen, so einen Korb voll, selbst gepflückt und 2 Kohlrabi und was habe ich da noch gegessen? Habe ich vergessen. Irgendwie noch was Gemüse. Ach ja, Erbsen, Zuckererbsen habe ich noch gegessen. Das nochmal so als Info. So, jetzt schnupfe ich hier 6 Mini-Pak-Choi. Der Asiate hat die heute runtergesetzt, ich weiß nicht warum, die sehen immer noch total gut aus. Aber ja, da tue ich jetzt sozusagen einfach diese Pak-Choi so runterschnupfen, 6 Stück. So, jetzt gibt es eine Kartoffelgemüsepfanne. So, zum Wochenausklang gibt es jetzt hier, sag mal, so 2 Schälchen von dem. Das ist das, was ich zum Rohkost-Potluck mitbringe. Das ist so eine Kokosnusssoße, so eine thailändische Kokosnusssoße mit rohen Blumenkohlen und rohen Brokkoli. Und da werde ich jetzt 2 Schälchen nehmen. Und zum Ende der Woche, jetzt gibt es nochmal richtig viele Kirschen, das kann man jetzt nicht so sehen, das sind bestimmt 3 Kilo wieder aus dem Garten geerntet. Und ja, also ich muss sagen, Kirschen, ja, so langsam reicht's. Aber es ist jetzt zur Zeit kostenlose Saison und ich kann halt kiloweise aus dem Garten essen, also esse ich kiloweise aus dem Garten. Und ich denke, ja, es gibt Schlimmeres, worüber man sich beschweren kann, als frische Kirschen vom Baum pflücken zu dürfen. Also, das ist mein Wochenende, frische Kirschen.